Kapitel 6 im Reich der Flügeldrachen, zur selben Zeit am Fuße des Stone Talon Gipfels. Kriegshäuptling, wir haben den Gipfel wie befohlen erkundet. Die Menschen haben bis ganz zur Spitze hinauf Befestigungen angelegt. Was haben sie nur vor? Wenn sie auf einen Kampf aus sind, hätten sie schon reichlich Gelegenheit gehabt. Ischnerlo Porin, junger Kriegshäuptling. Kern, was macht ihr denn hier? Unsere Schuld bei euch Orks kann nur mit Blut beglichen werden. Wir helfen euch, das Orakel zu finden. Doch diese gepanzerten Blasshäute machen scheint's Ärger. Diese Blasshäute nennt man Menschen. Das sind unsere Feinde von jenseits des Meeres. Sie scheinen uns vom Gipfel fernhalten zu wollen. Die Weisheit des Orakels gehört allen. Vielleicht können uns die in der Nähe lebenden Flügeldrachen helfen. Sie mögen keine feindlichen Eindringlinge. Da sind wir wieder. Hauptquest und Stonetalon-Gipfel, den Stützpunkt der Menschenvernichten, der den Gipfel bewacht. Ja, Stonetalon-Gebirge ist übrigens das Steinkrallen-Gebirge, genau. Die Geister. Zu Deutsch. Also dürfte dem einen oder anderen wahrscheinlich bekannt sein. Und jetzt haben wir auch den Kern mitbekommen. Also den Taurenhäuptling. Ich bin der Kriegshäuptling. So, ich tu die erstmal hier gruppieren, meinen kleinen Trupp. Und zwei Tauren haben wir auch mitbekommen. Die sind natürlich überaus genial. Die haben dick viele Hitpoints. Sturm zieht auf. Und dann geht's gleich doppelt so ab. Ich bin der Kriegshäuptling. Wie vorher. Für den Tralle können wir noch einen Talentpunkt verteilen. Dann nehme ich aber jetzt nicht hier das Erdbeben. Oder nehme ich das Erdbeben? Doch, ich nehme es einfach mal. Also weiter. Dann wird schon schief gehen. Ich gucke mir ganz kurz mal die Basis an. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch 2 Peons für die Goldmine, dass die da ausgelastet ist. Und dann brauchen wir auch noch ein paar die Holzhacken. Und ich werde jetzt hier wieder erstmal die Medizinmänner, die Upgrades da holen, dass die auch heilen können, die Heiltod uns da in den Boden rammen können. Bereit zur Arbeit. Bereit zur Arbeit. Ja, jetzt bauen wir erstmal wieder eine kleine Basis auf. Und was haben wir da? Da haben wir noch so ein Goblin-Labor, ist das, glaube ich? Ich kann mir das einfach nicht wirklich gut merken. Goblin-Labor, aber müsste sein. Bauen wir noch 2 Peons für Holz. Stopp, hier ist das Hauptgebäude. Da bauen wir die. Und was machen wir noch? Ja, wir bauen noch Trollkopfjäger. Die sind auf jeden Fall jetzt besser, weil wir die Tauchen eben dabei haben. Da baue ich einfach noch mehr von den Kopfjägern. Und werde auch gleich mal ein bisschen upgraden hier. Ich habe ja die Mineralien. Alles bis auf das Gebäude. Rache für Sulchin. Okay, wo war jetzt? Da war's. Das letzte Upgrade können wir noch gar nicht vornehmen. Da muss ich erst das Hauptgebäude ausbauen. Ja. Und dafür brauche ich ein Altar der Stürme. Nerv. Bauen wir schnell. Arbeit. Die Geister sind ruhelos. Lokregarnogal. Rache für Sulchin. So, aber die Trollkopfjäger sind schon bald fertig. Da bauen wir noch 2 Stück und bauen auf jeden Fall noch einen Medizinmann. Und Schamanen muss ich auch noch bauen. Die sind ja Must-Have mit dem Kampfrausch. Daneben geht es auch noch um. Also oh, daneben gibt es ein paar von den Donnerechsen. Dabu. Die gerade eingepennt sind. Und oh, die Tauren. Oh, jetzt werden wir noch angegriffen. Da zieh ich mal die Kopfjäger da zurück.
So, dann muss ich ein bisschen zurück. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas verliere. Also, wäre schade drum. Auch um den Turm. Für Sulchin. Ich bin der Kriegsmann. Wohin soll ich gehen? So. Dabu. Jetzt habe ich meine erste Gruppe voll. Arbeit abgeschlossen. Für die Ehre. Und? Ich höre den Ruf. So, Arbeit abgeschlossen am Altar. Das heißt, den können wir hier gleich abbauen. Ausbauen zur Festung. Und können hier noch das Upgrade uns holen. Die Adeptenausbildung. Und ich tue mal gleich noch drei Schamanen da rein. In die Warteschleife. Die Geister sind ruhelos. Der Cairn Blatthof ist übrigens, alles der geht klar. Richtig genial ab. Der kann hier eine Schockwelle. Forschung abgeschlossen. So ein Kriegsdonner, der alles stunt in Reichweite und so eine Ausdauer-Aura. Das siehst du schon. Bewegungstempo um 20% und Angriffstempo um 10% erhöht. Und er kann wieder aufstehen, wenn er umkippt. Also weiter. Richtig krasse Sache. Ihr braucht meine Hilfe. So, das Upgrade, das geht relativ flott. Dann erforsche ich gleich noch hier die Trollregeneration. Ich bin der Kriegshäuptling. Was kann ich noch erforschen? Das kann ich dann auch erforschen. Ja, Berserkerkraft. 100 Hitpoints mehr und 3 mehr Angriffsschaden für den Grunzer. Ich habe zwar nur einen, aber ist trotzdem passabel. Oh, mehr Orkbauer errichten. Was oh, ihr wollt. Ich habe die Orkbauer vergessen. Ja, schnell. Arbeit. Bauen wir mal noch einen hin. Jetzt habe ich natürlich nicht genug für Holz. Nicht genug, Peons. Weil sie alle beschäftigt sind. Okay, der repariert. Ja. Alles klar. Der kann sich gleich wieder ans Hacken machen. Ein Hacker. Ein Holzhacker. Die Geister sind ruhelos. Forschung abgeschlossen. So, das haben wir erforscht. Was kostet so ein Orkbau an Holz? 50, okay, dann darf der auch gleich mal einen Orkbau da. Alles klar. Hinkleistern. Also weiter. So, ich guck mal ganz. Ja, das sehe ich jetzt natürlich, ne? Abgeschlossen. Mit dem Sralda könnte ich ja eigentlich, hätte ich so ein Fernsicht benutzen Arbeit können. Abgeschlossen. Da kann ich ein Gebiet auffüllen. Wonach sehnt ihr euch? So, und was ist jetzt los? Was ihr wollt. So, der ist fertig mit dem Orkbau. Sehr schön. Ich baue mal noch 2 Peons zum Holzhacken. Und was wollte ich denn jetzt machen? Genau, die Upgrades da. Ja, wir brauchen mehr Holz. Wir werden angegriffen. Also weiter. Ah, jetzt kommt der nächste Angriff. Bereit zur Arbeit. Und die Trollkopfjäger sind echt stark. Also ich finde sie richtig genial. Jetzt habe ich hier den, Schlag mich tot Räuber verloren. Also weiter. Den ich hatte. Arbeit. Die Harpien haben die Flügeldrachen unterjocht. Vorsicht, alter Narr. Der Stone-Talon-Gipfel gehört uns. Keiner kommt hier lebend raus. Nicht Mensch noch Monster. Angriff, Schwestern! Lokregar, Nogal. Ja, ich wolle gar nichts. Wie kann ich dienlich sein? Okay, egal. Die wollen irgendwie einen Angriff. Ich bin ja aber gar nicht wirklich da jetzt. Da haben wir noch die 2 Schamanen. Die ziehe ich mal noch mit dazu in meine Gruppe. Ja, die Flügeldrachen. Die Flügeldrachen haben wir ja jetzt gefunden. Jetzt wissen wir zumindest, dass die Harpyen die unterjochen. Mal noch die 2 Upgrades da in die Warteschleife stellen. Und ich greife jetzt auch gleich die Harpyen an. Ich habe genug Kopfjäger, dass ich das pack. Also weiter. Auch gegen die Fliegenden, auch wenn ich jetzt die gar nicht mehr festnetzen kann. Ich hoffe jetzt nur, die sterben, ne? Die Kopfjäger. Ah, komm, lauf weg. Du auch, lauf auch weg. Soll ich gehen? Wo bleiben wir da hinten? Ah, was haben wir denn da? Ein Mana-Anhänger. Sehr schön. Ich bin der Kriegshäuptling. Dabu. Ja. So, also die haben wir mal erledigt, die Harpyen. Aber wo sind jetzt die Flügelkrachen? Nogal.
Oh, muss ich starren? Weiter. Ah, da haben wir noch einen Goblin-Job. Ah, nehmen wir mal gleich statt die, sind Ruhe. Diese, den Kriegsdonner. Auch wenn er voll für den Arsch war gerade. Ja, aber die können nichts, da die Stacheleber, genau so heißen sie. Ich hab die ganze Zeit nach dem Namen gesucht. Ich nehme noch Rolle der Heiligen. Also weiter. Cola habe ich eh genug. Die Geister sind ruhelos. Wie kann ich helfen? Also weiter. Oh, da kommt ein Angriff. Irgendwas ist da violett. Die Geister oder violett sind gewesen. Ruhelos. Was ihr wollt? Ja, der Kunser, den brauchen wir noch. Ah, jetzt können wir schon Kampfrausch. Jetzt geht natürlich noch mehr ab. Gesundheitsstein hier für den Kern. Weil er ein Nahkämpfer ist und die kriegen immer gut auf die Fresse. Ja, Kriegshäuptling. Also weiter. Oh, ich hab da noch einen Schamane stehen. Der muss auch mit. Machen wir noch ein paar Medizinmänner und dann passt das Ganze. Die Geister sind ja, Upgrades. Und schon wieder mehr Holz. Ich bin der Kriegshäuptling. Da benutze ich einfach mal. Die so eine Rolle der Heilung. Sind ruhelos. Dass mir der Grunser nicht stirbt. Wow! Okay, jetzt habe ich ziemlich viel hier. Und ich hoffe jetzt, dass ich nicht viel verliere. Da noch eine Schockwelle reinknall. Dem Grunser habe ich verloren. Da hätte ich die Rolle der Heilung gar nicht gebraucht. Wenn ich ihn sowieso verliere. Was haben wir denn da für ein schönes Item? Talisman der Vitalität kriegt auch unser Kern. Ich bin der Kriegshäuptling. Oh, ist richtig cool aus, wenn sie alle mit dem Kampfrausch abgehen. So. Die HP ist Geschichte. Boah, da ist noch mehr. Der muss zurück. Ja, lauf zurück, lauf zurück. Stellen wir mal so einen Heiltoten hin. Bevor wir jetzt die Kopfjäger sterben, die Geister sind da bleibt man auch kurz stehen. Abgeschlossen. Ja, da haben wir noch einen Medizinmann. Der kann auch so eine Stasisfalle stellen, der Medizinmann. Da werden alle Einheiten für 6 Sekunden lang gestunt. Also, meistens weiter. Vergesse ich das allerdings. Kann ich helfen? Und ich würde sagen, das letzte Upgrade. Oh, da gibt es noch viel mehr Upgrades. Bis zum letzten. Hat jemand den Arzt gerufen? Oh, nee. Schnell, lauf, lauf. Lauf. Und ich muss mit meinem Peon jetzt ein bisschen Defensive bauen. Kommt auf jeden Fall dahin mal ein Turm. Die Geister. Ja. Dahin kommt mal kein Turm. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Die Geister. Sind ruhig. Meine Basis wird überrannt. Und ich weiß nicht, ob. Ja, ich will nicht, wenn ich sterbe, dass ich nochmal komplett alles neu aufbauen muss. Das wäre super beschissen. Da geh erstmal auf den Priester. Turm. So, ein Peon ist schon mal da zum Reparieren. Meine Tauren sind zuerst dann da. Ah, das reicht nicht, einer. Das ist egal. Egal, egal, egal. Arbeit, Arbeit. Jetzt hier meinen Orkbau, hier meinen Orkbau rein. Wonach seht ihr euch? Das ist eine gute Wahl, Mann. Ja, die Medizinmänner werden gejagt. Also weiter. Ja, und der Srall hat ein Level up. Yay. Ich das war's schon mit dem Angriff. Wie kann ich helfen? Also weiter. Ich glaube, hätte ich ein paar mehr Türme gebaut, dann wäre das Ganze viel easy-mode-mäßiger gewesen. So, raus mit euch. Muss was getan werden? Auf jeden Fall baue ich jetzt hier die Wachtürme wieder hin, beziehungsweise neue Wachtürme. Ja. Alles klar. Muss was getan werden? So, und Arbeit, du darfst weiter hacken. Sind ruhelos. Und dann befreien wir erstmal die Flügeltragen. No oh, ich kann noch 2 Einheiten bauen. Hm? So 2 Kopfjäger oder sowas. Sind aber ich glaube, ich werde mal Tauren bauen. Was kann ich doch wolle. Bestimmt auch irgendwo bauen. Ja, deinem Taurentotem. Aber gern. Pflaster mal dahin. Logregano Gall. Logregano Gall. Für die Ehre.
für das Level-Up benutzen wir jetzt einfach mal Kettenblitz Stufe 3. Also weiter. Ja, Kriegshäuptling. Und stellen auf jeden Fall das hier mal einen Haltrost hin. Sind ruhelos. Ah, dass sie gleich kaputt schießen, die Hapühen. Nee, die schießen es nicht kaputt. So, kommt her. Legendorini. Und jetzt nehmen wir mal die Aura also für den weiter. Kern. Der hat nämlich eben ein Level-Up gehabt. Ich bin der Kriegshäuptling. Ja. Die Geister sind ruhelos. Attacke. Da kommt wieder. Ah, nicht sterben. Nicht sterben, ja. Kopfjäger. Ich bin der Kriegshäuptling. Nicht sterben. Nehmen wir mal so eine Heilrolle. Ja, mit dem Kampfrausch ist es einfach ultra krass. Diese stolzen Kreaturen werden uns helfen, zum Gipfel vorzustoßen.